Seit Wochen tobt der Kampf um die rote Wolga-Metropole. Luftwaffe zerhämmert in pausenlosen Einsätzen die Widerstandsnester. Zahllose Batterien der Artillerie zermürben den zähen Verteidigungswillen des Feindes. Unaufhaltsam schreitet der Kampf in der schwer zerschlagenen Stadt weiter. Der Träger dieses Kampfes ist der deutsche Infanterist. Er, der namenlose Held unserer großen Siege, liegt seit Wochen im Kampf. Seine Waffen, die Handgranate und das Gewehr entscheiden hier den Besitz von Straßen und Häusern. Der Einbruch in die Barrikaden, in die tief verzweigten, vielgliedrigen Feldbefestigungssysteme im Vorfeld der Stadt sind seine schlachtentscheidenden Taten. Die Luftwaffe bereitet vor, Artillerie unterstützt. Aber nehmen und erobern ist die letzte Aufgabe des Einzelkämpfers der Infanterie. Wir sehen sie vor uns, diese Männer, unrasiert, ungewaschen, das Gesicht schwarz unter dem Stahlhelm, das Gewehr fest an sich gepresst, die Handgranate im Stiefelschaft stecken. Fünf Gestalten springen über eine Kreuzung und erreichen die nächste Straßenzeile. Der Kampf geht weiter. Dieses Stadtviertel, das sich längs des Wolgaufers erstreckt, ist das eigentliche Behörden- und Wohnviertel. Es besteht in der Hauptsache aus festen Steinhäusern, die meist noch aus der zaristischen Zeit stammen. Nur die wenigen modernen Bauten aus der bolschewistischen Epoche geben sich nicht immer zum Besten aus dem großen Ganzen heraus. Und dieser Stadtteil ist nun, wie gesagt, in ein einziges Ruinenfeld, in eine Trümmerstätte verwandelt, wie man sie sich trostloser und grauenhafter nicht vorstellen kann. Wir müssen heute schon von Stalingrad als einer toten und vernichteten Stadt sprechen. Das wiederum zeugt für die Härte des Kampfes. Denn hier in diesen festen Häusern war der Widerstand natürlich besonders zäh. Außerdem hatte man allerwärts über die Straßen Barrikaden gezogen, Pack eingebaut, Panzerbüchsen, MGs in Stellung gebracht und dann dazu die bolschewistischen Salvengeschütze, die ihr übrigens dazu taten, um ganze Häuserzeilen auf einmal in Feuer zu legen. Das Regen der Handgranaten aus den Giebeln der Häuser und aus den Fenstern. Unterirdische Gängesysteme von Haus zu Haus und Straße zu Straße hatte er angelegt.